Die Stadt Magdeburg präsentierte sich in diesem Jahr erstmalig auf der Leipziger Buchmesse. Der Stand der Landeshauptstadt zog reges Interesse auf sich. Magdeburg will deutschlandweit zeigen, dass es Autoren hat, dass es Verlage hat, dass es auch einen Beitrag leistet zur deutschen Literatur und dass es aufbricht, auch mit kreativen Menschen nicht nur die Stadt zu verändern, sondern auch ins ganze Land hineinzustrahlen. Sie waren heute Morgen an dem Stand von Magdeburg. Das ist ja das erste Mal dabei. Wie war so Ihr Eindruck? Ich war hoch erfreut, dass Magdeburg auch liest. Das wusste ich natürlich schon vorher, aber dass man hier in Leipzig mitliest, das ist gut. Das sollte man nicht nur Halle alleine überlassen, sondern beide Oberzentren, beide großen Städte haben durchaus hier den entsprechenden Respekt verdient, zu zeigen, dass wir in Mitteldeutschland eine große Literaturgeschichte hinter uns haben und auch noch vor uns haben. Und dass man auch mit dem interessanten Angebot, mit dem nachgebauten Hüttchen, sage ich mal, aus den 20er Jahren, zeigt, dass Magdeburg Kulturhauptstadt werden möchte. Und da muss man frühzeitig Flagge zeigen und am besten, indem man sagt, was man für Literaturangebote hat und dass man auch in diesem Bereich sehr, sehr stark aufgestellt ist. Mit dabei waren die Magdeburger Schreibkräfte. Diese sorgten für ein abwechslungsreiches Programm. Darüber hinaus konnte man sich auch über das breit gefächerte Literaturangebot aus und über Magdeburg informieren. Mit dem Stand verfolgen wir mehrere Zwecke. Wir verbinden hier den Auftritt in Leipzig, um zu zeigen, dass wir auch die Stadt des neuen Bauens, des modernen Bauens sind, wobei ich die Zeit in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts meine. Deswegen haben wir hier einen Nachbau eines Bruno-Taut-Kiosks aufgestellt, der diese Architektursprache schön wiedergibt, der außerdem auch, das ist ja historisch belegt, wirklich zeigt, was in Magdeburg mal gestanden hat, was Stadtmöbel gewesen ist. Wir haben hier natürlich auch touristische Produkte anzubieten. Das mag schon auch erlaubt sein, dass wir uns als interessanter Standort für Tourismus zeigen. Und wir machen hier auch erstmals Werbung für die Kulturhauptstadtbewerbung. Das muss langsam unter die Leute gebracht werden. Wir müssen in Magdeburg noch uns da sehr viel stärker drauf konzentrieren, die Kulturhauptstadtbewerbung ganz breit aufstellen. Und wir müssen das nach außen tragen. Das sollen die Leute wissen. Und das ist hier in Leipzig auch ein Zweck.